weil... Oh! 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 Die Kohle macht die Kohle! Und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ja, diesmal direkt mit der Webcam auf der richtigen Seite und wir starten direkt rein, wie immer, in unser Playthrough. Ja, ich weiß mal wieder nicht, wo wir waren, aber wir waren irgendwo. So viel steht fest. Was haben wir für ein Tag? Ach, Zeremonie, genau. Zeremonie abhalten. Zeremonie abhalten klingt super. Da gehen wir doch erstmal in unseren Keller. Ich muss den Controller abnehmen. Hört man doch wieder die ganze Zeit die Taste. Wie bei allen anderen Spielen, wo ich keinen Controller verwenden kann. Aber bei den Spielen, wo ich es tun kann, sollte ich das vielleicht auch mal machen. Ich sollte mir vielleicht auch mal eine streamfreundlichere Tastatur holen. Im Sinne von, die nicht so laut ist. Aber dafür müsste ich ja auf meine Tastatur verzichten und daran habe ich mich schon in den letzten 10 Jahren ziemlich gewöhnt. Ja, solange habe ich diese Tastatur. Ich kann mich nicht von Sachen trennen. Aber das soll uns auch nicht stören, in diesem Spiel können wir ja einen Controller verwenden. Wir halten erstmal eine Zeremonie ab. I'd like to say a few words. Dieser Energy Drink is great. Hashtag sponsored, not sponsored. And now let us pray for this blessing. Ich sollte echt mal herausfinden, wie ich andere Blessings mache. Ich meine, so viele habe ich noch nicht. Your donations are welcome. Aber wird wahrscheinlich schon ein bisschen was bringen. Ja, ihr fandet alles super. Das Problem ist halt, da steht crafted at desk. Und ich weiß nicht, wo ein Desk ist. Ist schon traurig. Hier ist doch bestimmt auch jemand drin. Nicht? Hier schon ewig nicht mehr reingeguckt. Mein gut, vielleicht warten die Leute auch nicht ewig da drin. Das war jetzt nur eine Vermutung. Ja, ansonsten wollte ich den Fisch verkaufen. Genau, da waren wir. Wir waren gerade dabei, Land zu kaufen, weil ich da irgendwie eine Tavern bauen wollte, weil ich irgend so ein Ding ausbuddeln wollte, was ich wahrscheinlich benötige, um Zombies wieder zu beleben. Aber dafür brauche ich erstmal, naja, nicht so viel Geld, 30 Silber, aber die muss ich auch irgendwo erstmal herbekommen. Und mein Plan war es ja, Fische zu verkaufen. Und da wir das in der Tavern nicht konnten, musste ich dazu wahrscheinlich zum Fisherman. Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Und das können wir jetzt mal eben tun. Chickens! Chickens! Diese Chickens. Bin mal gespannt, was für teuflische Machenschaften wir von denen noch so aufdecken während dieses Spiels. Diese Löcher scheinen übrigens nicht zuzugehen, die bleiben jetzt einfach. Kein Wunder, dass es Leuten verboten ist, da rumzubuddeln. Stehen hier überall Löcher in der Landschaft. Guten Tag, Fisherman. I'd like to trade. Ich kann das nicht an wen kann ich das denn verkaufen? Okay, wenn ich es an den Fischer nicht verkaufen kann, bin ich echt hart überfragt, an wen ich Fischfilet verkaufen kann. Also wenn ich es überhaupt verkaufen kann, aber wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Dick, willst du das kaufen? Bing, bang, bing, bing, bang. Dick, I am, am I? Du kaufst auch keinen Fisch. Wer kauft Fisch? Chickens, wollt ihr Fisch kaufen? Schmeißt das einfach so butsch an die Hühnchen dran. Keine Ahnung, wenn es der Tavernkeeper nicht kauft und der Fisherman nicht kauft, dann, keine Ahnung, kann ich damit doch noch irgendwas machen? Was bringt mir überhaupt Fischfilet? Das ist so an sich noch nichts. Kann ich vielleicht doch irgendwas damit kochen? Aber dann habe ich kein Rezept dafür. Ich habe kein Rezept, was irgendwie Fisch erfordert. Etwas anderes, was wir machen könnten, wäre noch ein bisschen angeln. In der Hoffnung, dass wir mehr Quality-Fischfilet bekommen. Und das dann, ja, dem Bishop geben können nächste Woche. Weil dieses, bis jetzt, also diesen Tag schaffe ich das bestimmt nicht mehr. Vor allem, weil der gleich schon um ist. Der wahrscheinlich jetzt schon auf dem Weg nach Hause ist. Dann fischen wir doch mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, brauchten wir 4, 5, 8, wenn wir ja auch noch was für den anderen Typen brauchten. Ich meine, er würde 4 haben wollen. Wir können morgen auch mal gucken, ob wir die Fische so verkaufen können an den Fisherman. Wir werden ja jetzt eh genug bekommen bei dem Versuch, 5 von diesen anderen Fischen zu angeln, die nur eine 20-prozentige Chance haben. Okay, der hat auf jeden Fall auch schon mal wieder einen bronzenen Stern. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass die immer einen bronzenen Stern haben. So, ansonsten wäre das jetzt ein heftiger Zufall. Wenn nur die zwei einen bronzenen Stern hätten von der Sorte und kein anderer bisher. Oh, zwei direkt nacheinander. Das Glück ist uns hold. Jetzt werden wir wahrscheinlich für 10 Jahre keinen weiteren finden. Ja, da ist noch einer. Fehlt ja nur noch einer mehr. Also zumindest nicht für den Bischof. Wenn wir 4 brauchen jedenfalls. Weil 1 haben wir ja schon. Und 3 habe ich jetzt gefangen. Aber es wollte ja noch irgendwie so wer anders das. Und für den sollten wir das wahrscheinlich auch bringen. Oh Gott, diese Reaktionszeit, ey. Weil... ja, weil der, ich glaube, der hat uns irgendein Rezept mit Fische auch angeboten. Meine ich. Und wie gesagt, darüber hinaus können wir auch gucken, ob wir die Fische verkaufen können. Und brauchen ja auch das Geld.
Und wenn wir ein Rezept mit Fisch bekommen, ist das auch praktisch, weil wir dann auf jeden Fall das gebratene Essen verkaufen können. Den gebratenen Fisch. Ich habe nur die Frage, wie schnell wir wieder an 4 von diesen Fischen drankommen. Da ist noch einer. Würden nur noch 3 Stück fehlen. Wobei, ich gucke auch mal eben bei NPCs. Wer wollte das denn? Also der Bischof will auf jeden Fall 4. Okay, das ist schon mal gut. Die haben wir. Also wir haben sogar schon 5. Und der andere will Silverstar-Fischfilets. Okay, den können wir ihm sowieso nicht bringen. Das können wir sowieso schon in die Tonne kloppen. Es sei denn... Nee, das andere ist auf jeden Fall nicht Silverfischfilet. Na egal. Dann gehen wir erstmal zurück und machen das. Weil Silverstar können wir nicht machen. Geht der Bischof gerade nach Hause? Ich hätte es sogar vielleicht noch schaffen können. Ja, jetzt redet er natürlich nicht mehr mit mir. Naja, packen wir erstmal die Fische da rein. Holen die 2 raus. Und machen zumindest erstmal 3 von dem Quality-Fisch. Dafür brauchen wir einen Bream für Silver. Gold können wir gar nicht. Und für den Bream brauchen wir wahrscheinlich irgendeinen... Warte mal, das andere ist auch ein Bream. Dann habe ich keine Ahnung. Können wir davon nicht mehrere machen? Dann machen wir sie halt einzeln. So, die können wir jetzt aber auch erstmal in die Truhe packen. Und ansonsten... Ja, keine Ahnung. Können wir erstmal schlafen gehen und auf den nächsten Tag warten. Der Fisherman muss ja auch erstmal wieder aufstehen. I'm so refreshed. Tja, eine andere Frage wäre immer noch, woher wir Karotten bekommen. Damit wir mal demnächst mehr Leichen bekommen. Wobei wir die ja auch im Moment nicht wirklich brauchen. Solange wir noch nicht wissen, wie wir sie hundertprozentig wiederbeleben können. Und ansonsten... Ja, Köder. Köder wäre halt eine Sache. Ich habe keine Ahnung, woher ich Köder bekomme. Ich weiß auch nicht, wo ich viele andere Sachen herbekomme, aber das sind erstmal so die Probleme. Fische können wir verkaufen, die sind aber so ungefähr gar nichts wert. Aber es ist das Fischfilet auch nicht. Das Fischfilet kostet ja 10, wenn ich es kaufen wollen würde. Selbst das Quality-Fischfilet kostet 70, was auch im Endeffekt nichts wert ist, weil wenn ich es dann verkaufe, ist das wesentlich weniger wert. Eieiei. Naja, hier. Nehmen Sie trotzdem. Dann habe ich keine Ahnung, was genau ich... Kohle vielleicht. Wir könnten mal gucken, wie teuer Kohle ist, weil bei Kohle bekommen wir relativ viel. Selbst wenn die... Naja gut, ein Kupfer wäre ein bisschen wenig. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Verkauf einfach die Hühner. Ich klaue die und verkaufe sie dann. Die Refugee Happiness ist bei 2,98. Ja, super. 0,02 fehlen. Könnte ich den Brunnen machen. Ich habe aber auch vergessen, wo das Kohle-Ding ist, ehrlich gesagt. Ich dachte irgendwie, das wäre hier oben. Aber ich glaube, da habe ich mich vertan. Das ist da links nämlich. Dann komme ich hier irgendwie rüber. Oh, hier ist auch noch so ein Ding zum Fischen. Na ja, gut, bauen wir ein bisschen Kohle ab. Also ich sag mal so, selbst wenn die Kohle ein Kupfer wert wäre, wenn man sie denn überhaupt verkaufen kann, wird sie immer noch mehr bringen als der Fisch. Weil es einfach viel leichter ist, das abzubauen. Und man bekommt halt einfach so viel. Oh. So ein Scheiß. Ja gut, wir können mal eben gucken, was man hier für Fische angeln kann. Auch wenn man ohne Köder wahrscheinlich sowieso nichts Tolles angeln kann. Es gibt nur einen Fisch, den wir hier angeln können. Und ich kann mir schon denken, was das ist. Oh. Oh. Oh, Silberbreams. Nee, das habe ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber das ist wunderbar. Und den kriegt man auf jeden Fall zu 100%. Oh, der war Bronze. Nevermind, aber trotzdem, hier kriegt man zu 100% Breams. Das ist ja wunderbar. Dann können wir hier noch ein bisschen angeln und in der Hoffnung, dass wir Silberbreams bekommen. 4 Stück brauchten wir, glaube ich. Dann können wir vielleicht doch noch was mit dem Fisch machen. Ist halt nur die Frage, wie teuer wir das fertige Essen dann verkaufen können. Aber wir werden sehen. Nur noch eine. Sehr viel geangelt in dieser Folge, ich weiß. Aber wir haben ja auch gerade nicht so viel anderes zu tun. Weil unsere Mainquest ist ja einfach irgendwie an Geld zu kommen. Und ich weiß gerade nicht, wie man das am besten macht. Angeln, dachte ich, wäre halt schon der sinnvollste Part. Aber dann wiederum auch irgendwie nicht. Da haben wir es doch. Auf geht's nach Hause. Können vielleicht auch mal eben unsere Spitzhacke wetzen. Die ist ja kaputt gegangen. Zack. So, und jetzt gucken wir mal. Quality Fischfilet. Wir würden... Was passiert hier? Quality Fischfilet. Wie? So wählt man es aus. Okay. So, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir nochmal schlafen. Und dann gehen wir zu diesem Typen, geben ihm sein Silver Star Quality Fischfilet, whatever. I'm so refreshed. Und gucken auch mal... Ob wir an den Schmied die Kohle verkaufen können und für wie viel. Ich glaube, damit fangen wir auch an. Das ist der komische Händler. Mit dem möchte ich nicht reden. Auch wenn das eine Quest ist. But I don't really care.
Ich entscheide hier, mit wem ich mich anfreunde und mit wem nicht. Hallo Schmied. Auf Kohle und für gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. Guck mal, das ist doch der richtige Weg, um Geld zu machen hier. Die Kohle macht die Kohle. Finish Offer. Das einzige Problem, was man dabei hat, ist, dass der Schmied nicht so viel Kohle hat. Also Money. Aber das macht nichts. Die 8 Silber, die er ja noch hat, reichen, um uns auf 30 Silber zu bringen. Das heißt, wir werden gleich noch ein bisschen Kohle farmen. Und dann, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die für so viel verkaufen kann. Dafür, dass man so viele bekommt. Ich meine, dass die Fische, die viel länger brauchen, um gefangen zu werden, so wenig geben. Das bringt ja legit ein Kohlestück mehr als ein Fisch. Und man bekommt einfach 20 Kohle. So. Mister, ich habe ihren Namen vergessen. So, wir kennen seinen Namen gar nicht. Hier hast du dein Fischfilet. The trick is to use a bonfire, not a stove. Fresh air is the key. And of course, a good fish, actually, you can use any fish, but we're talking about good kebabs. Eat these kebabs and you'll be strong like me. Okay. Ja, jetzt können wir Fischkebab machen. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann überhaupt lohnt, das zu machen, weil ich weiß nicht, ob man das für genauso gut verkaufen kann wie Kohle. Aber wir schauen auch erstmal, was wir dafür brauchen. Ich meine, wir haben ja jetzt den ganzen Fisch. Und wenn wir nicht viel anderes dafür brauchen, kann man das ja überlegen. Ich weiß, er hat gesagt, man soll einen Bonfire benutzen, aber ich gucke trotzdem mal hier, wenn es denn hier überhaupt geht. Was es anscheinend nicht tut. Dann gucke ich mal am Bonfire. Und ich weiß, ich habe den Fisch nicht dabei, aber ich will erstmal gucken, was man dafür braucht. Hier. Da ist nämlich das Problem. Man braucht Quality Fish. Damit fängt es schon mal an. Ich meine, kann ich angeln, ist jetzt nicht mehr so das Problem, weil man an der einen Stelle ja unendlich viel holen kann. Aber, oh Gott, Bluefischfilet. Ja, Pilze könnte man eventuell sammeln. Aber ich weiß halt nicht, wie teuer das man kaufen kann. Wir machen einfach mal eins, weil ich weiß, wir haben auf jeden Fall eins über. Oder beziehungsweise sogar zwei. Wir haben ja auch nicht so viele Pilze. Ich will halt nur mal gucken, für wie teuer man die verkaufen kann. Dann brauchen wir ein paar Sticks, davon haben wir auch mehr als genug. Habe ich jetzt alle genommen, alle wollte ich eigentlich nicht nehmen. Ich will nur 30 nehmen. Das ist ein bisschen doof mit Controller, aber okay. So, Feuer. Raft. Die Frage ist, muss ich hier jetzt warten? Eigentlich ja nicht, weil die Flamme danach ja ausgehen müsste. Ruhig. Nicht, dass das verbrennt. Weil so lange kann ich noch ein bisschen Kohle scheffeln gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo Fledermäuse. Ich bin an euch gerade so gar nicht interessiert. Hi ho, hi ho, wir singen und sind froh, weil es so viel Kohle gibt, wenn wir hier die Kohle-Scheffel gehen. Ich bin kein guter Sänger, ich weiß. Es tut mir leid. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Will ich doch mal hoffen.